Mitte Januar gibt es endlich Schnee in den Bergen. Also nichts wie hin in unsere geliebte Schweiz. Diesmal nach Adelboden. 2 Tage Auszeit mit Winterwanderung und Skifahren in traumhafter Landschaft sind geplant. Es ist aber auch der erste Test, wie sich unser Adria 640 SGX bei Nachttemperaturen von minus 10 Grad schlägt. Ob wir uns bei diesem Wetter in unserem Camper Schorschi wohlfühlen, erfahrt ihr in diesem Video. Auch heute kommen wir wieder erst nach Büroschluss von Adriano los und so ist es klar, dass wir erst in der Dunkelheit eintreffen werden. Laut Park von Eid kann man an der Talstation der Gondelbahn Sillerenbühl auch mit dem Wohnmobil nachts stehen, gegen eine kleine Gebühr von 10 Franken. An der Grenze in Basel merken wir, wie lange wir Schorschi schon haben. Die dritte Vignette findet jetzt ihren Platz an der Windschutzscheibe. Wenn das auf dem Bergbahnparkplatz aus irgendeinem Grund nicht klappen sollte, sind wir ratlos, denn laut Park for Night gibt es in Adelboden keine Alternative. Auf den Straßen ist hier um diese Zeit nicht mehr viel los und auch der Parkplatz an der Sillerenbahn ist leergefegt. Das angekündigte Parkschild für Wohnmobile finden wir allerdings überhaupt nicht, nur den Hinweis, dass hier ein Nachtparkverbot gilt. Bei dieser Gelegenheit fällt mal wieder auf, dass wir etwas an unserem Frontlicht verbessern müssen. Wir dürfen hier also nicht stehen und fahren zurück Richtung Frutigen. Ergebnis: dieser idyllische Parkstreifen direkt am Fahrbahnrand. Besser als nichts. Von hier aus sind wir am nächsten Morgen schnell beim Skilift. Der Wetterbericht hat diesmal zu 100% recht gehabt. Es verspricht, ein herrlicher Tag zu werden. Wir liegen gut in der Zeit, es ist kurz vor 8. In knapp 10 Minuten sind wir zurück an der Talstation von der Sillerenbühlbahn, sodass Adriano dann mit einer der ersten am Berg sein kann. Wir realisieren erst später, dass die Bergbahnen bereits ab 8 Uhr fahren und deshalb um diese Zeit schon auf dem Parkplatz einiges los ist. Der Ordner möchte, dass wir umdrehen und uns ganz an den Rand ans Ende des Parkplatzes stellen. Das machen wir doch gerne. Von diesem netten Bergbahnmitarbeiter erfahren wir auch, dass es kein Problem ist, hier zu übernachten. Man müsse nur einen Zettel ausfüllen und bezahlen. Aber wo mitten in der Nacht? Langsam liegen die Gipfel im Sonnenlicht und es wird Zeit, dass Adriano loskommt. Schön, freue mich. Auf geht's. Auf geht's. Pünktlich 9 Uhr. Genau. Einer der Ersten. Na, einer der Ersten nicht. Der Parkplatz ist schon hier proppevoll. Alles gar nicht so einfach in so einem engen Wohnmobil. Auf geht's und komm bitte gesund zurück. Ich erkunde derweil etwas die nähere Umgebung. Man merkt, dass die Anlagen hier für einen großen Durchsatz an Leuten gedacht sind. Die Sillerenbühlbahn ist der Hauptzubringer ins große Skigebiet von Adelboden-Lenk mit mehr als 200 Pistenkilometern und 70 Anlagen. Adriano ruft mich auch noch aus der Gondel an und sagt, dass er das Parkschild für die Wohnmobile entdeckt hat. Ihr werdet nicht glauben, wo das steht. Überall auf dem Parkplatz findet man an mehreren Stellen diese Zahlautomaten. Hier haben wir ja auch gestern Abend gelesen, dass es ab 22 Uhr ein Nachtparkverbot gibt. Vom Parkplatz aus sieht das Schild an dieser Stelle so aus.
Die Rückseite sieht man von der Gondel aus bzw. vom Fluss. Ich habe niemanden gefunden, der mir erklären konnte, warum das Schild umgedreht ist. Möchte man nur im Winter keine Wohnmobile auf dem Parkplatz haben? Auf der anderen Seite der Talstation entdecke ich dann diese Tafel. Dies ist ein offizieller Standplatz. Am Parkscheinautomaten soll man für 10 Franken ein Ticket lösen und dies hinter die Windschutzscheibe legen. Am Automaten gibt es aber gar kein Camper-Ticket. Stattdessen hängt hier am Camper-Schild eine kleine Box mit Meldescheinen, die man ausfüllen kann, und eine Geldkassette, in die man die Stellplatzgebühr und die Kurtaxe einwerfen kann. Wir haben das hier gestern Abend alles nur nicht entdeckt, weil unser Licht zu schlecht ist. Ich fülle also den Meldeschein aus, bringe diesen aber vorsichtshalber zur Mitarbeiterin an der Kasse der Bergbahn. Die bestätigt mir, dass das genau so gemacht werden muss und alles in Ordnung ist. Wir können also heute Nacht hier bleiben. Schön! Ich habe euch noch gar nicht von unserem Neuerwerb zum Wintercamping erzählt bzw. euch gezeigt. Es liegt dort hinten auf dem Bett. Das stelle ich euch jetzt noch mal kurz vor. Bisher bin ich bei der Gelegenheit immer mit der Wärmflasche ins Bett gegangen, aber das ist manchmal abends ganz schön umständlich. Extra noch das Wasser aufsetzen auf dem Gasherd und dann 10 Minuten warten, bis es heiß ist. Geht natürlich auch, aber auf die Schnelle leistet mir jetzt diese elektrische Heizdecke gute Dienste. Das reicht, wenn ich mir die für 2-3 Minuten ins Bett lege, auf relativ geringer Stufe. Die hat 10 Stufen. Mir reicht aber eigentlich die Stufe 4 oder 5. Man kann sich auch noch einen Timer einschalten, das nach 45 Minuten automatisch abschaltet. Aber wie gesagt, ich brauche es ja nur für 2-3 Minuten. Dann heizt sie das Bett so schön vor. Das ist also ideal. Ist ein kleines Ding, nichts Großes. Reicht mir unten im Fußraum. Adriano kann es sich auch noch rüberziehen. Und dadurch, dass wir eine Steckdose unten haben. Hallo Sunny. Ja. Die Steckdose ist bei dir da unten, 230 Volt. Am Fußende des Bettes können wir das bequem nutzen. Auf mittlerer Stufe hat die Heizdecke eine Leistungsaufnahme von ungefähr 20 Watt. Das heißt, in 3 Minuten gehen grob 0,1 Amperestunden aus unserer Lithiumbatterie raus. Das ist gefühlt ja gar nichts. Sogar in die Waschmaschine kann das Ding, wenn man das Kabel abmacht. Perfekt. Außerdem habe ich noch die Zwangsbelüftung im Bad mit Schaumstoff zugestopft, damit nicht immer die kalte Luft von draußen reinzieht. Und eine Decke legen wir übers Cockpit, denn dort ist der Kasten überhaupt nicht isoliert. Sunny und ich wollen jetzt den Ort anschauen. Von unserem Parkplatz P1 aus fährt eine Gondel rauf ins Dorf. Hätte ich vorher gewusst, dass eine Treppe, zugegeben recht steil, in ungefähr 20 Minuten ins Dorf raufführt, hätte ich mir die 13 Franken für die Gondel allerdings gespart. Sunny freut sich schon riesig auf die Fahrt. Sie liebt ja jegliche Art von Fahrzeugen. Ironie aus. Die Dorfstraße bietet alles, was das Touristenherz begehrt. Auch die Gästekarte bekommt man hier in der Touristinfo, mit der man dann kostenlos das Postauto benutzen kann. Mich freut besonders, dass Adelboden auf den ersten Blick von Bausünden verschont geblieben ist. Hallo zusammen. Heute begrüße ich euch mal etwas später, nicht gleich am Morgen.
Ich habe mich jetzt aufgemacht, ein bisschen laufen durch Adelboden. Bin jetzt den Berg raufgeklettert, ein bisschen auf der einen Seite. Und der Blick ist einfach, ja, der Blick ist gigantisch, oder? Was für ein Wetter an diesem Tag. Traumhaft. Kitschig schön, wie immer, wenn wir in der Schweiz sind. Unser weißer Hund ist untenrum mal wieder ein schwarzer. Und sie zittert, weil sie friert. Ach, Sunny, ein Winterhund wird aus dir wohl nicht mehr. Ich habe beim Bummel durch den Ort ein Restaurant entdeckt, das selbstgemachte Rösti anbietet. Da habe ich natürlich gleich einen Tisch reserviert für heute Abend. Für mich wird es jetzt Zeit, zum Van zurückzukehren, denn Sunny muss unbedingt trockengelegt werden. Adriano wird auch gleich zurückkommen. Dann schauen wir uns mal an, was er für Bilder vom Berg mitgebracht hat. Und ich schwöre euch, es ist das Originaltempo. Ich habe da nichts im Zeitraffer dargestellt. Thank you.
Für mich ist es ja immer wieder unbegreiflich, wie man bei dem Tempo da unfallfrei runterkommen kann. Naja, Schweizer halt, mit den Brettern auf die Welt gekommen. Für uns geht es jetzt vom Schnee direkt in die warme Stube des Restaurants. Gemütlich sieht's hier aus. Wir haben einen Tisch am Aquarium bekommen. Dort sitzen wir etwas geschützt mit Sunny. Alle Vegetarier jetzt bitte wegschauen. Sehr gut war's hier. Den Bären können wir euch empfehlen. In der letzten Nacht waren wir das einzige Reisemobil hier auf dem Parkplatz. Es war wunderschön ruhig, kein Vergleich zur ersten Nacht. Und heute am Morgen haben wir dann auch gleich umgeparkt, damit wir nachher ungehindert rausfahren können. Ich möchte heute den Winterwanderweg entlang des Flusses Entschlige laufen. Das sind ungefähr 7 Kilometer hin und zurück. Hier an dem Brennholz hängt ein Schild, das muss euch ein echter Schweizer vorlesen. Ich kann euch hinterher höchstens die Übersetzung liefern. Ein Patch Brennholz beim Haussäge ein Kriechtum, aber eine große Armut, wenn man Kies säge. Ein Stapel Brennholz beim Haus sei kein Reichtum, aber eine große Armut, wenn man keins hätte. Ich bekomme das Lachen gar nicht mehr aus dem Gesicht. So schön ist das hier. Irgendwo ganz weit da hinten hat Adriano auch wieder einen super Tag auf den Skiern. Toller Weg ist das hier, bestimmt auch im Sommer. Man könnte jetzt mit dem Bus zurückfahren, aber wir machen das zu Fuß, oder Sunny? Schön war's. Wir essen jetzt noch schnell was, eine Kleinigkeit. Wir haben immer noch Fleischpflanzerl, Frikadellen mit Kartoffelsalat. Die genehmigen wir uns jetzt noch. Dann gibt es danach noch einen schönen Kaffee und dann machen wir uns wieder auf den Rückweg. Es war wunderschön, wir hatten perfektes Wetter die 2 Tage, ein Traum, eine Traumwinterlandschaft. Wie war es für dich beim Skifahren? Super. Super, gut gelaufen. Kaputt bin ich. Kaputt. Ja. Die Muskeln brennen jetzt nach 2 Tagen. Richtig Turbo-Skifahren.
Und ich habe ja heute auch eine 6-7 Kilometer Wanderung gemacht. Das war auch ganz schön ordentlich. Besonders Sunny hat ein bisschen gelitten. Der Hund? Ja, die hat leiden müssen, weil sie dann doch so nass geworden ist von unten, dass sie doch gefroren hat zum Schluss. Ja, es wird aus ihr kein Winterhund mehr. Das glaube ich nicht. Es ist einfach eine Hunderasse, die, glaube ich, sich nicht so toll dazu eignet. Aber trotzdem, ich habe sie ja schön warm geduscht und jetzt liegt sie schön eingemummelt da auf ihrem Platz und hat sich schon wieder aufgewärmt. Das geht ihr gut. Und sie hat auch ganz viele Leckerli bekommen. Also sie hat genug Trost gehabt. Also, wir hoffen, euch gefällt das Video, das wir jetzt daraus schneiden werden. Und sagen dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und wie klappt das in unserem Van bei zweistelligen Minusgraden in der Nacht? Sehr gut. Die Dieselheizung schnurrt vor sich hin rund um die Uhr. Nachts stellen wir den Thermostat auf 14 Grad und erreichen damit 17 Grad im Van. Tagsüber erhöhen wir um 3 Grad. Die Lithiumbatterie hat die 48 Stunden trotz der vielen Stromverbraucher, Heizung, Kühlschrank, Kaffeemaschine geschafft. Wir haben Adelboden mit einem Ladestand von 28% verlassen, denn wir hatten ja keinen Landstrom und konnten die Solartasche nicht nutzen, weil wir im Schattenloch standen. Die Decke über dem Cockpit war Gold wert und hat den kalten Luftzug aus dem Motorraum etwas abgehalten. Die sonstige Isolierung im Adria ist absolut ausreichend. Auch beim Schlafen im Bereich der Hecktür haben wir keine zusätzliche Dämmung vermisst. Unsere Innenraumtemperatur von 17 bis 20 Grad war ausreichend für den Betrieb des Frischwassers. Allerdings müssten wir mal über Thermomatten für die vorderen Scheiben nachdenken, denn dort ist es richtig eisig. Danke, dass ihr uns auf unserer kleinen Wintertour begleitet habt. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann abonniert doch einfach kostenlos unseren Kanal. Ihr macht uns damit eine riesige Freude.